Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Tagesenergie. Es ist jetzt um die Mittagszeit. Ich habe es leider nicht vorher geschafft. Aber wenn du über dieses Video stolperst, dann beginnen deine 24 Stunden jetzt. Bevor ich starte, möchte ich mich aus ganzem Herzen bedanken für eure wundervolle, großartige, lichtvolle, positive Resonanz auf das Making-of meines Kartendecks Erat Aliquando. Und ja, ihr könnt es ab jetzt vorbestellen. Ihr findet den Link zum Shop in der Infobox. Die Infobox, die findet ihr, wenn ihr auf den kleinen Pfeil rechts unterm Video klickt, dann öffnet sich die Infobox und da scrollt ihr ein bisschen runter und da kommt ihr dann zum Jack's Soul Angel Shop. Und da könnt ihr dieses Kartendeck vorbestellen. Das wird absolut wundervoll. Und das Making-of-Video, das habe ich gestern Abend hochgeladen, das findet ihr auch auf meiner Playlist. Da könnt ihr gerne reinschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Und ich freue mich auf die gemeinsame Reise, die wir mit diesem Deck begehen. Das wird total toll. Ja, und ansonsten starten wir jetzt mit der Tagesenergie. Und ich bin gespannt, was die Engel und Ahnen heute für eine Botschaft für uns haben. Ihr da oben. Was dürfen wir denn heute wissen? Worüber dürfen wir nachdenken, nachsinnen? Lord, übernimm Autorität und Führung. Das ist der Herr der Wälder und erinnert dich an deine Kraft, daran, dass du das Zepter in die Hand nehmen darfst und dass du vorgehst. Du gehst vor, du bist heute vielleicht auch ein Vorbild und bei mir kommt rein, dass du heute durchaus in einer Autoritätsrolle sein kannst oder auch ein Lehrer sein kannst, weil du selbst schon viel gelernt hast und um die Dinge weißt und weil du die Ausstrahlung hast, um voranzugehen. Ja, also bei mir kommt ganz deutlich rein, dass es heute um Vorbildfunktion geht und wenn man eine Vorbildfunktion hat, dann darf man sich auch vorbildlich verhalten. Also man darf das, was man ausstrahlt, auch selbst umsetzen. Da schauen wir mal mit dem Rabentarot bei MJ Cullinane, was es weiterhin dazu zu sagen gibt. Worum geht es denn hier? Eins, zwei. Drei. So. Aha. Die vier der Münzen. Die steht ja so für etwas, was erstarrt ist, was starr ist, wo man vielleicht zu verkrampft ist. Zusammen mit Lord ist die Botschaft, du darfst es hier loslassen. Entspann dich und mach dich ein bisschen lockerer, weil die Fülle mit dem König der Münzen steht dir zur Verfügung. Vielleicht hältst du heute an etwas fest, hast dich in einer Situation festgefahren. Lord zeigt aber, dass es Zeit ist, diese Stagnation zu verlassen, um vorwärts zu gehen. Und mit der 2 der Münzen darfst du in die Leichtigkeit gehen. Von der Schwere, Moment, 4 der Münzen, von der Schwere in die 2 der Münzen, in die Leichtigkeit. Und da kommt bei mir auch die Hälfte rein. Verantwortung übernehmen ist gut, aber es reicht, wenn du halb so viel festhältst. Du darfst hier leichter werden, du darfst dich lockerer machen. Und der König der Münzen, der hat das ja geschafft. Du wirst ja an deine eigene Kraft erinnert. Der König der Münzen ist das Feuer der Erde. Der bestellt seinen Boden. Der ist in der Fruchtbarkeit, der ist in der Fülle. Der ist absolut vertrauenswürdig. Der bekommt Vertrauen geschenkt aus dem Grund, weil er es ausstrahlt. Da sind wir hier wieder bei deiner Ausstrahlung. Übernimm Autorität und Führung. Wenn du Stärke und Kraft ausstrahlst, bist du vertrauenswürdig, weil du das Selbstvertrauen in dir gefunden hast. Und das wirkt sich auf dein Umfeld aus. Und es gibt hier vielleicht eine Situation,
in der es dir schwerfällt, wo du dich ein bisschen verkrampfst oder eng machst, ja, an etwas festhältst. Und die Karten erinnern dich ganz einfach daran, du darfst es dir hier leichter machen. Es ist so lange schwer, bis du es dir leicht machst. Also heute darfst du es dir leichter machen. Mit dem König der Münzen dürfen die Zuschauerinnen in ihre männliche Kraft finden und die männlichen Zuschauer werden in ihrer Männlichkeit bestärkt und daran erinnert. So, dann wollen wir mal schauen mit dem Gilded Reverie Le Nomant bei Ciro Marchetti, um welches Thema es hier gehen könnte. Okay, starten wir mal. Es geht heute tatsächlich darum, dich neu auszurichten. Das macht schon mal gleich wieder Sinn mit der Überschrift. Es geht um Treue und Loyalität, kann auch um Freundschaft gehen oder auch um Seelenpartnerschaft. Da liegt eine ganz positive Energie drauf. Stärkste Karte im Deck der Lennys, die Sonne. Und ein ganz großes Glück liegt da drauf. Ne? Also der Klee und die Sonne. Das ist ein Glück von Bestand. Also das kann eine dauerhafte Freundschaft sein, aber auch es kann auch um die Seelenpartnerschaft gehen oder um die Treue auch zu sich selbst. Und am Ende der Reihe liegt der Mond und den sehe ich hier wirklich auch als Ruhm, Ehre und Anerkennung. So, da können wir was draus machen. Der Mond, habe ich Mond gesagt? Oh Gott, bei mir, also oh, Leute. Wenn ich Mond gesagt habe, also dann weiß ich es auch nicht. Ich meine natürlich den Mond. Der Mond steht natürlich auch für tiefe Gefühle und Emotionen. Und der steht aber auch für den Erfolg, Ruhm, Ehre und Anerkennung. Das bedeutet, wenn du dich neu ausrichtest heute, sieht er auch hier die Spiegelung. Das haben wir ja sonst so nicht. Ne? Wir haben hier eine absolute Spiegelung drauf. Das heißt, es geht auch um Selbstreflexion. Wenn du es heute schaffst, also heute ist so ein guter Tag, es zu schaffen, in die Autorität zu gehen, deine Führungsrolle innezunehmen, ja, und etwas, wo du dich vielleicht drauf versteift hast, loszulassen, dich da locker zu machen. Du darfst es schon ernst sehen, aber die Hälfte reicht, ne? Nimm es mal halb so schwer, dann ist es leichter. Es geht so lange schwer, bis du es dir leicht machst. Weil es ist gut für dich gesorgt und du bist auch in der Lage, hier gut für dich selbst zu sorgen. Du darfst dich hier leichter machen. Du darfst hier etwas völlig Festgefahrenes loslassen. Einfach leicht machen, weitergehen. So findet die Situation ein neues Gleichgewicht. Und das Ganze beginnt mit deiner Ausrichtung, mit deiner Einstellung deinem Thema gegenüber. So, und dann kann es hier um was ganz Positives gehen bei euch. Es kann um Freundschaft gehen, Verbundenheit, Treue, Loyalität. Es kann aber auch um eine Seelenpartnerschaft gehen. Da liegt nämlich das Glück von Dauer drauf. Und am Ende liegen dann, für die, die auf die Liebe schauen, wirklich tiefe Gefühle, denen du dich mit dem Kompass zuwenden darfst. Oder eben der große Erfolg. Das ist eine ganz positive Reihe. Es geht auf jeden Fall um eine Situation, die im Moment ein bisschen angespannt ist, die sich jetzt wieder entspannen kann. Und die Frauen dürfen in ihre männliche Energie kommen und die Männer werden in ihrer Männlichkeit bestärkt und auch daran erinnert. Ja, das ist also eine sehr, sehr schöne Energie. Ich hätte jetzt gerne noch mal eine Klärungskarte auf den Hund. Bei mir kommt auch rein, einer Freundschaft oder einer Seelenpartnerschaft Aufmerksamkeit schenken, sich mit dem Kompass in diese Richtung bewegen. Also vielleicht ist das auch eine Verbindung mit dem Hund, von der du dich weggedreht hast und da darfst du dich wieder hinwenden und darfst es dir leichter machen. Da strebt etwas Festgefahrenes
nach Gleichgewicht. Es geht hier vielleicht grundsätzlich auch um das Thema Vertrauen. Beim König der Münzen geht es um Vertrauen, auch beim Hund geht es um Vertrauen. Es kann um dein Selbstvertrauen gehen oder aber auch um jemanden, dem du vertraust oder dem du vertrauen darfst, wo du vielleicht sehr zögerlich bist, ob du ihm noch vertrauen kannst, aber du darfst ihm hier vertrauen. Ja, fühl in dich rein, ob das deine Legung ist. So, der Hund, da liegt das Buch drauf, also zwei Möglichkeiten. Entweder die Karten können keine genauere Auskunft geben, was es mit dem Hund auf sich hat, du darfst es selbst erfahren, oder es geht hier um eine Aussprache, um eine Öffnung. So, dann nehmen wir noch eine Karte aufs Buch. Mit der Sonne würde ich eher sagen, es geht hier um eine Aussprache, um eine Öffnung. Und die Ruden bestätigen das. Also hier darf in einer Beziehung mit dem Hund, freundschaftliche Beziehung, Seelenpartnerschaft, hier darf etwas ausgesprochen werden. Also hier ist eine Aussprache gefragt. Hier sollte man über die Dinge reden. Hier will aufgeräumt werden. Hier gibt es vieles, was zurückgehalten wird, wo nicht drüber gesprochen wird, was totgeschwiegen wird. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Situation sich festfährt. Und man darf jetzt hier aber auch zu sich selbst stehen und mit gutem Vorbild vorangehen. Und man darf hier ganz einfach auf das, was man selbst schon erreicht hat, in sich vertrauen. Wenn man im Selbstvertrauen ist, wird man auch vertraut bekommen. Und es geht darum, hier wieder in die Leichtigkeit zu finden. Und der erste Schritt in die richtige Richtung wäre eine Neuausrichtung. Und dann liegt hier eine stabile, glückliche Fügung auf der Beziehung zu der Person, die für dich den Hund darstellt. Ja? Und am Ende stehen tiefe Gefühle, aber auch Ruhm, Ehre, Anerkennung und Erfolg. Ja, da ziehen wir uns noch eine Rune drauf. Das ist eine sehr schöne Legung, wie ich finde. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Runenkraft begleitet dich durch den Tag und die nächsten 24 Stunden? Die Othala, lösen und binden, das ist der Zauberknoten. Und zwar darf hier etwas, was viel zu eng ist und dich einschränkt, ja, das darf sich jetzt auflösen und darf wieder leicht werden. Also hier platzt der Knoten. Genial, und genauso lasse ich es stehen. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da wart, hier wart und mit uns wart. Ich freue mich über liebe Kommentare und wenn ihr meine Videos teilt und wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und ansonsten schneide ich wieder rein, wenn ich wieder reinschneide. Bis dahin, bye bye, dicken Kuss, ciao, ciao, euer Yonanda TV.